Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine nähere Betrachtung des Interviews von Alice Weidel bei Phoenix anlässlich der Vereidigung von Olaf Scholz. Die AfD wurde nach der Bundestagswahl auf besonders demütigende Art und Weise ausgegrenzt. Sie bekam nach der Bundestagswahl keinen einzigen Talkshow-Auftritt. Sie werden wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Es wird den Menschen klar suggeriert, die AfD sei es nicht wert, dass öffentlich mit ihnen diskutiert wird. Alice Weidel muss sich bewusst sein, dass sie hier eine seltene Gelegenheit hat, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. Auch wenn es natürlich nur Phoenix ist. Phoenix ist ein Spartensender, der von der breiten Masse nicht geguckt wird, nur von Politikinteressierten, die AfD aber sowieso schon kennen. Trotzdem ist dieser Auftritt natürlich sehr wichtig. Jeder AfD-Vertreter muss sich also überlegen, wenn es so eine seltene Gelegenheit gibt, was will man sagen in dieser knappen Zeit? Was will man der Öffentlichkeit mitteilen? Gehen wir jetzt die einzelnen Passagen Stück für Stück durch. Im September wurde noch von Herrn Scholz und von Herrn Lindner versprochen, die Impfpflicht nicht einzuführen, auch nicht für einzelne Berufsgruppen. Genau das sehen wir jetzt. Mhm. Das ist ein klarer Bruch des Wahlversprechens, ein epochaler Wortbruch, so habe ich es gestern bezeichnet. Und das werden sich die Wähler natürlich genau merken. Aber die Lage hat sich verändert, die Lage hat sich verschärft. Wir haben jetzt eine neue Variante dieses Virus, dieses Omikron, die Omikron-Variante, die sich sehr viel schneller verbreitet und die damit auch gefährlicher ist. Müssen wir vor diesem Hintergrund nicht sagen, in gewisser Weise ist es nur schlüssig, dass sich auch die Maßnahmen ändern müssen. Wissen Sie, bei dem ganzen Variantenreichtum, den wir hier seit Monaten hören, also nach Alpha kommt Delta, dann Omikron und vom Alpha zum Omega und jede Variante ist gefährlich. Ich habe es ja selbst gehabt, Corona, ich gelte jetzt nun als genesen. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, vom Krankheitsverlauf her ist es absolut richtig, dass jede einzelne Person für sich entscheiden kann, ob sie die Risiken der Nebenwirkungen oder eines Verlaufs für sich persönlich einschätzt. Und ich halte einen Impfzwang für kontraproduktiv. Und wenn Sie jetzt in einzelne Berufsgruppen hineingehen, Pflegekräfte, wir hatten schon vor Corona hatten wir Pflegenotstand. Und ich prophezeie Ihnen, dass sich dieser Pflegenotstand noch verschärfen wird durch diese Maßnahmen. Sie treten den Menschen, den Pflegekräften, die jetzt 2 Jahre lang die Menschen aufopferungsvoll gepflegt haben, die nicht geimpft sind, treten sie ins Kreuz. Und das hätte die Politik nicht tun dürfen. In anderen Ländern in Europa um uns rum, wo das schon länger der Fall gewesen ist, ist dieser Effekt nicht eingetreten. Also die Leute haben nicht in Scharen diesen Bereich verlassen, sondern sie haben dann unterm Strich diese Impfpflicht, nicht den Impfzwang, haben die Impfpflicht dann akzeptiert. Auch um sich selber sicherer zu fühlen, nehme ich mal an. Na gut, die sind ja überall in Europa in den Städten auf die Straßen gegangen, die ganzen Berufsgruppen. Also so einfach ist das nicht gesagt. Und vor allen Dingen müssen sie die Leute einfach mal machen lassen. Sie müssen sie vernünftig bezahlen und sie müssen für vernünftige Arbeitsbedingungen sorgen. Das ist ja schon seit Jahren nicht der Fall. Und wie kann man in einer Krisenzeit wie dieser Intensivbetten eigentlich noch abbauen? Also da ist die Impfpflicht der völlig falsche Weg. Alice Weidel hätte hier anführen können, dass der Meinungsbildungsprozess gestört ist. Das wäre eine perfekte Gelegenheit gewesen, um die einzelnen Punkte aufzuführen, was die Medien alles Schlimmes gemacht haben. Dass hier eigentlich der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt ist. Dass die Maßnahmengegner nie zu Wort gekommen sind und dass sie systematisch verächtlich gemacht wurden. Was an dunkelste Zeiten erinnert. Dass hier kein redlicher Journalismus betrieben wurde, weder von den Öffentlich-Rechtlichen noch von den privaten großen Medien. Weidel antwortet, die Leute seien auf die Straße gegangen, sie hätten es nicht akzeptiert, aber sie verzichtet darauf, die diffamierende Berichterstattung in den Mittelpunkt zu stellen. Was das eigentliche Schlimme ist. Man kann ja verschiedene Meinungen haben. Und mit der Impfpflicht, man kann sagen, die Gesundheit der Leute muss geschützt werden, die Impfung hilft dabei. Also wollen wir eine Impfpflicht. Das könnte man auch bei der Grippe sagen. Das an sich ist kein Verbrechen. Aber ganz eindeutig ist ein Verbrechen, wie mit der AfD und wie mit Querdenken umgegangen wird. Das ist Rufmord und aus meiner Sicht ist das der Tatbestand, ist damit eindeutig der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Das ist relevant, das muss in den Mittelpunkt gerückt werden. Ich glaube, dass wir deutlich mehr Wettbewerb am Impfstoffmarkt brauchen. Wir können lediglich zwischen mRNA-Impfstoffen und Vektorimpfstoffen entscheiden. Warum denn nicht zwischen Proteinen und Totimpfstoffen? Das ist doch das, was die Menschen bewegt. Und das bleibt es doch einfach mal abzuwarten. Und es ist geboten, Wettbewerber, Konkurrenten für andere Impfstoffe nicht aus dem Marktmoment hinauszuhalten, sondern eben auch zuzulassen. Jetzt habe ich gerade heute Morgen im Radio gehört, dass gerade
gerade die Mischung verschiedener Impfstoffe genau das Ideale ist, um sich vor Corona zu schützen. Ja, aber wir haben nur Vektor- und mRNA-Impfstoffe und Protein- und Totimpfstoffe stehen noch aus. Ja, aber die Pharmafirmen sind ja nicht gehindert, weiter zu forschen. Und sobald die ein aber Produkt sie kommen haben, noch und dann wird jetzt vorher die Impfpflicht eingeführt. Ich halte das für einen völlig kontraproduktiven Weg. Ja, es ist falsch. Sie können die Menschen nicht zwingen, sich diese Impfstoffe impfen zu lassen. Es ist falsch. Sie müssen entscheiden, ob sie sich mit Proteinimpfstoffen, mit Totimpfstoffen, mRNA-Impfstoffen oder Vektorimpfstoffen impfen lassen. Nur die letzteren, die ich gerade aufgezählt habe, sind bisher am Markt. Sie müsste konkretisieren, was sie genau meint. Welcher Impfstoff wird herausgehalten? Sie könnte den chinesischen Impfstoff nennen. Sie könnte den Stöcker-Impfstoff nennen. Was für Vorgänge vielleicht dahinter stehen, dass sein Impfstoff nicht zugelassen wurde. Das ist ja etwas unübersichtlich. Ich verstehe es im Moment auch nicht. Was ist eigentlich mit dem Stöcker-Impfstoff? Wollte er ihn nicht zulassen? Wurde es verhindert, dass er zugelassen wurde? Das ist aus meiner Sicht nicht verständlich. Mehr Wettbewerb klingt für viele Leute wie eine Floskel. Es klingt nicht relevant. Die denken sich, ja gut, es gibt halt nicht mehr Impfstoffe. Es gibt halt jetzt nur die. Und der Impfstoff auf China, der ist halt irgendwie komisch oder die wollten ihn nicht zulassen. Und das ist dann halt so, dass da kann ja die Bundesregierung nichts dafür. Wenn alles weiter hier Vorwürfe hat, dann muss sie konkret werden oder sie kann den Vorwurf nicht bringen, aus meiner Sicht. Es bleibt abzuwarten, welche Impfstoffe noch an den Markt kommen. Und diese Freiheit muss man den Menschen überlassen, das kriegen sie nicht durch eine Impfpflicht hin. Aus meiner Sicht müsste sie sich klarer äußern und sie müsste vor allen Dingen die Unausgewogenheit in den Vordergrund stellen. In Großbritannien die Situation. Es funktioniert ohne Impfpflicht. In Schweden. Man könnte hier so leicht argumentieren. Die Zahlen in Großbritannien sind ja besser als in Deutschland. In den Öffentlich-Rechtlichen wird das nicht transportiert oder nur ganz am Rand. Und selbst wenn es einmal transportiert wird, es muss immer wieder in den Mittelpunkt gestellt werden, dass die Leute dieses Argument wahrnehmen. Es funktioniert ja so in den Öffentlich-Rechtlichen oder auch bei den privaten Medien, dass es ein bisschen ist wie eine Hypnose. Es wird dauernd etwas wiederholt. Es ist so, die Situation ist ganz schlimm. Der Lockdown muss kommen, die Impfpflicht muss kommen. Und allein weil es dauernd wiederholt wird, glauben die Leute dran. Und das Argument oder die Tatsache, dass in Großbritannien es keine Impfpflicht gibt, das rückt in den Hintergrund. Und wenn alles Weil es nicht benennt, wenn die AfD es nicht ständig wiederholt, haben die Leute das Gefühl, ja okay, das ist vielleicht in Großbritannien so, aber es hat trotzdem seinen guten Grund. Es wird dann schon stimmen, es passt dann schon. Vor allem könnte sie die Dinge ins Verhältnis rücken, indem sie klar macht, dass das deutsche Gesundheitssystem auch während der Grippewelle 2017-18 massiv überlastet war und es da auch Berichte drüber gab. Es gab auch damals Triage. Und sie könnte an die Sterblichkeit von Covid-19 erinnern. Es haben vielleicht viele einmal mitbekommen, die Sterblichkeit ist bei 0,15%, alle Bevölkerungsschichten zusammengenommen. Natürlich haben die Leute das vielleicht irgendwann mal gehört, aber viele haben es wahrscheinlich noch nie gehört. Es ist hier die perfekte Gelegenheit, das zu wiederholen. Und überhaupt der Vorgang, wie skandalös es ist, wie diese wichtige WHO-Studie von John Ioannidis, einem der bekanntesten, berühmtesten Wissenschaftler der Welt, dass darüber so gut wie gar nicht diskutiert wurde und der Eindruck erweckt wurde, die Sterblichkeit sei viel höher als die nachher festgestellte Sterblichkeit. Ja, aber die sind ja zugelassen, die sind ja geprüft und irgendwie alle, die geimpft sind. Also es gibt ja das Risiko durch das Impfen ist ja im Grunde nicht vorhanden, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt. Deswegen verstehe ich jetzt die Problematik nicht, die Sie da aufmachen. Alles Weidel hätte hier perfekt anführen können, dass anscheinend die Herzproblematik bei mRNA-Impfstoffen höher ist als zunächst gedacht. Und dass zahlreiche Fußballer Herzprobleme haben. Dass der bekannte Fußballer Kingsley Coman von Bayern am Herzen operiert wurde. Dass sich also hier zeigt, dass das nicht so harmlos ist. Um solche Fakten benennen zu können, müsste sie natürlich gut informiert sein. Aus meiner Sicht, die Spitzen-AfD-Vertreter, sie müssten sich viel Zeit nehmen. Sie müssten von anderen Aufgaben entbunden werden. Und es müsste höchste Priorität haben, dass sie sich informieren. Wahrscheinlich kennt Alice Weidel Kompakt nicht. Es würde mich nicht wundern, dass sie das nie gelesen hat. Aber selbst bei vielen AfD-Leuten und wahrscheinlich auch bei Weidel verfängt die Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen, dass Kompakt ja rechtsextrem sei. Dass es kein richtiger Journalismus sei. Allein durch dieses Framing werden viele AfD-Leute und wahrscheinlich auch Weidel abgeschreckt. Unterbewusst. Und das ist das Heimtückische. Diese permanente Hetze. Weil auf die gleiche Weise die Kompakt verächtlich gemacht wird, wird auch die AfD verächtlich gemacht. Sie nämlich eigentlich fragen wollte, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie nicht... Lassen Sie mir mal meine Frage stellen, Frau Weidel, bitte. Aber das ganz kurz, ich will nur eine ganz klitzekleine Frage. Ich möchte von Ihnen einfach nur wissen, Sie will mir keine Antwort geben. Ganz kurz doch, nur. Natürlich möchte ich Ihnen antworten. Machen wir es doch wenn ganz Sie einfach. Mich ausreden lassen. Nein, ich war ja dran, deswegen. Ich bin normalerweise nicht also so klein. Unterbrochen? Nein, ich habe Sie nicht unterbrochen. Bitte stellen Sie die Frage. Danke.
Ich wollte einfach wissen, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie nicht generell gegen das Impfen sind? Oder wo ist da der Punkt bei Ihnen? Ich habe es einfach nicht verstanden. Sind Sie gegen, dass die Menschen sich impfen lassen? Das habe ich doch gerade gesagt. Natürlich bin ich nicht generell gegen das Impfen. Gut. Ich bin für die Impffreiheit. Die Menschen müssen auswählen können. Und da haben wir viel zu wenig Wettbewerb am Markt. Gut. Das bleibt es abzuwarten, die noch an den Markt kommen müssen und die Proteinimpfstoffe. Weil die Skepsis ist erst entstanden, weil neuartige Vektor- und mRNA-Impfstoffe in der Corona-Krise verwandt werden, die vorher am Menschen noch keine Testung hatten und noch nicht verwandt wurden. Das muss dann den Menschen zugestehen. Der Moderator suggeriert hier, er sei überrascht. Er hätte bis jetzt gedacht, alles Weidel sei generell gegen das Impfen. Gegen Corona, aber auch generell. Er betreibt hier ganz klar verächtlich machende Suggestionen. Und das hätte Weidel aufgreifen können. Sie hätte ihn hier dafür stellen können, dass er bestimmte Dinge suggeriert. Dass das Rufmord ist, was er hier macht. Und dass das das ist, was die Öffentlich-Rechtlichen die ganze Zeit mit der AfD machen. Es wäre hier der perfekte Zeitpunkt gewesen für eine Abrechnung. Wahrscheinlich ist sie sich in dem Moment gar nicht bewusst gewesen, wie schlimm das ist, was er gemacht hat. Vielleicht auch, weil die AfD-Leute sich daran gewöhnen. Sie dürfen sich an so etwas nie gewöhnen. Und genau darauf setzen diese Leute. Darauf haben auch früher die Nazis gesetzt, dass sich die Juden an die Erniedrigung gewöhnen. Man darf sich an Demütigung und Erniedrigung nie gewöhnen. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen das sehen, aha, die Weidel, die hat sich damit abgefunden, die AfD-Leute finden sich damit ab, dann gehen sie umso mehr einen Schritt weiter. Sie testen sich vor. Aha, das haben sie geschluckt. Sie haben sich an die permanente Demütigung gewöhnt. Dann können wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Wenn sie jetzt freundlich ist zu diesen Menschen, er wird nicht freundlicher zu ihr sein, sondern es ist das Signal der Schwäche. Das ist das Signal für die Öffentlich-Rechtlichen, sie können jetzt einen Schritt weiter gehen. Weil sie wollen die AfD aus dem Weg räumen. Die AfD bleibt immer gefährlich, solange sie ihre Narrative nicht anpasst an die Öffentlich-Rechtlichen. Es ging bis jetzt gegenüber der AfD in den letzten 2 Jahren nur etwas ruhiger zu, weil Querdenken im Weg stand. Es musste jetzt erst Querdenken aus dem Weg geräumt werden. Jetzt sind sie fast weg, jetzt wird die AfD wieder drankommen. Jetzt ich? Ich wollte doch nur wissen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Mehr wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ich wollte es einfach nochmal klarifizieren, obwohl ich schon mal gesagt habe. So, und wenn Sie jetzt auf der einen Seite aber sagen, die Menschen sollen selbstständig überlegen, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, sie sollen auswählen können, da können Sie doch auswählen im Moment. Da fehlt doch nichts. Das habe ich aber auch schon mal gesagt. Sie können nur zwischen neuartigen Vektorimpfstoffen und mRNA-Impfstoffen entscheiden. Und die anderen kommen... Vektor bzw. Protein und Totimpfstoffe kommen Ende des Jahres bzw. im ersten Quartal 2022. Das sollte man doch einfach mal völlig unaufgeregt abwarten. Der Moderator sagt, da fehlt doch nichts. Und diesen Vorgang der Wertung hätte alles Weidel hier auch benennen können. Dass es nicht Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist, Dinge zu bewerten oder zu behaupten, es ist so und so. Hier auch falsche Suggestionen zu verbreiten, weil es eben kein Protein und Totimpfstoff gibt in Deutschland. Aber wenn ich doch eine Auswahl habe auf dem Markt. Sie haben auch jetzt keine, nochmal. Natürlich haben wir eine Sie Auswahl. Sie haben nur eine Auswahl zwischen Vektor und mRNA-Impfstoffen. Ja, aber sind doch, ist doch Sie eine Auswahl. Sie haben kein, eben, aber die Auswahl Sag ist nicht doch. Weitreichend genug. Nein, es fehlen die Totimpfstoffe und es fehlen die Proteinimpfstoffe. Das sage ich aber jetzt schon zum 10. Mal. Ja, ja, aber ich bleibe aber dabei, dass die Auswahl ja da ist. Und man kann sich ja entscheiden, das trägt ja nicht, das sehen Sie ja. Das sehen Sie ja an der Impfquote. Es hilft trägt ja auch. Nicht. Nee, nein, natürlich es hilft ja gerade nicht. Natürlich trägt es, Frau Weidel. Die Leute werden ja trotzdem krank und können andere anstecken. Sehen sich die 2G-Partys an. Frau Weidel, aber in den Krankenhäusern sind überwiegend Ungeimpfte. Auf den Intensivstationen sind... Auch das stimmt nicht. Natürlich stimmt, es sind überwiegend Ungeimpfte. Natürlich stimmen die Zahlen. Wo haben Sie Ihre her? Nein, stimmt nicht. Wo haben Sie denn Ihre her? Ja, schauen Sie sich die Statis an. Bundesamt für Statistik. Sagen Sie jetzt. Nein, das sage ich nicht. Wie sagen Sie es doch. aber wissen Sie was? Ich bin hier der Interviewer, deswegen. Ja, aber Sie konfrontieren mich mit völlig falschen Zahlen. Ich habe gar keine Zahl genannt. Ich sage nur, dass die, und da lasse ich mich auf die... Nee, ich lasse mich da ja auch nicht drauf ein. Kommen wir noch irgendwie überein? Ich bin natürlich nicht. Weil ich mich beziehe auf die Intensivmediziner. Aus meiner Sicht hätte alles Weidel hier konkrete Zahlen nennen sollen. Sie schreitet hier ein, behauptet etwas, aber sie muss es dann belegen können. Das wäre für den Zuschauer ganz wichtig gewesen, der ansonsten nicht informiert ist über solche Dinge. Weil die Öffentlich-Rechtlichen es ja verschweigen. Viele Leute es tatsächlich nicht wissen. Hier kann sie sehr viel von Sarah Wagenknecht lernen, die immer bestens vorbereitet ist und alle Zahlen kennt. Es ist ja sehr gut, dass sie es schon mal überhaupt sagt, aber es wäre natürlich wichtig gewesen, hier konkret zu werden.
Es gibt solche und solche intensiv. Und die Pathologen, was sagen die? Die sagen Ihnen schon mal was ganz anderes. Warum werden eigentlich die gesamten Toten nicht obduziert? Warum lernen wir nicht mehr über die Todesursachen? Warum wird das nicht gemacht? Wir haben hier doch ein Wissensproblem. Und dieses Wissensproblem wird nicht angegangen. Auch das ist ein Fehler der Politik und auch der Wissenschaft. Und Leute, die da sehr, sehr kritisch sind, Wissenschaftler, Pathologen, Professoren, die werden urplötzlich als Wirrköpfe, Spinner hingestellt, wenn sie eine abweichende Meinung haben. So geht es natürlich auch nicht. Experten reden von einer Datenwüste, also auch von den öffentlich-rechtlichen Experten, wie Hendrik Streeck oder Klaus Stöhr, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Aber dass die Datengrundlage in Deutschland schlecht ist, ist ein allgemein anerkannter Tatbestand. Es ist wichtig, dass Alice Weidel das hier schon mal ein bisschen in den Mittelpunkt rückt. Aber sie hätte es noch viel mehr in den Mittelpunkt rücken können. Sie hätte hier eine richtige Abrechnung machen können und den Leuten klar machen können, dass da ein System hinterstecken muss. Das war ja schon am Anfang so. Dass Dingen nicht nachgegangen wurde, dass Krankenhausbetten abgebaut werden. Das alles ergibt ein Bild, dass es nicht darum geht, die Gesundheit der Leute zu schützen, sondern allein um Impfstoff zu verkaufen. Es ist immer einfach, von Regierungsversagen zu reden. Und das macht die AfD leider meistens. Die redet von Versagen. Die Regierung hätte in der Corona-Krise versagt. Sie hätte versagt. Aber der eigentliche Kern, das eigentliche Wichtige ist doch, haben sie mit Absicht versagt zum Teil. Die fehlende Datengrundlage. Steckt eine Absicht dahinter? Und das erscheint ja hier sehr naheliegend. Wenn man nicht nur sich eine Sache anguckt, sondern wenn man ganz viele Vorkommnisse sich anguckt, dann erscheint es so, dass mit Absicht keine feste Datengrundlage erzeugt wird. Im Gegensatz beispielsweise zu England. Hier könnte Alice Weidel die ganzen Punkte aufzählen und somit die Glaubwürdigkeit der Öffentlich-Rechtlichen und der ganzen Altparteien insgesamt wirklich erschüttern. Die Glaubwürdigkeit würde wirksam erschüttert, nicht wenn man sagt, die Regierung hat versagt. Dann kann die Regierung sagen, ja Corona, es ist halt alles neu, es ist alles schwierig. Wir sind ja trotzdem gut durch die Pandemie gekommen. Und es klappt halt nicht alles. Es klappt nicht alles perfekt, aber wenn ihr in der Regierung wärt, dann würdet ihr auch nicht alles perfekt machen. Das ist was ganz anderes, als wenn man sagt, ich kann euch jetzt eine Absicht nachweisen, dass Dinge nicht richtig laufen. Es ist hier ABC passiert, das hätte anders sein müssen. Und absichtlich habt ihr es nicht gemacht. Hier wurde mit Absicht das und das nicht gemacht. Hier wurde Forschung verhindert. Hier wurden klare Erkenntnisse verhindert, die möglicherweise geringere Maßnahmen zur Folge gehabt hätten. Mit der Frage, warum die ganzen Toten nicht obduziert werden, deutet sie das an, aber sie überlässt dann dem Zuschauer, das zu hinterfragen. Und dann bleibt natürlich die Ausflucht für die Politik und für die Medien, ja, es hat alles irgendwie Pech, es ist alles irgendwie dumm gelaufen. Und aber wenn ihr dran wärt, ihr würdet es auch verpeilen. Das ist normal, dass es nicht alles ganz rund läuft. Wenn aber alles weiter klar macht, Maßnahmengegner werden verächtlich gemacht. Wir haben hier ganz viele Puzzleteile. Das deutet alles in dieselbe Richtung. Und sie das nacheinander auflistet, dann ist die Glaubwürdigkeit auch der Öffentlich-Rechtlichen, was das eigentlich Entscheidende ist, die das ja nicht kritisch beleuchten, dann ist sie wirksam erschüttert. Und es geht ja auch hier um die ganze Öffentlichkeitsarbeit der AfD. Man kann immer lesen bei YouTube, diese ganzen Thumbnails, die Regierung hat versagt. Die AfD hat es der Regierung gezeigt. Die AfD hat das Versagen offengelegt. Die Altparteien sind so doof. Sie können es nicht. Das ist alles im Grunde ein großer Fehler. Es ist eigentlich feige, so zu machen. Weil das ist halt typisches Oppositionsgerede. Das tut niemandem wirklich weh. Weil es immer so ist in Deutschland, die Opposition schimpft, die Regierung verteidigt. Es kommt so rüber wie so typisches Oppositionsgeplänkel, das keinem weh tut, was ein bisschen so ist wie Kasperletheater. Das hat mit einer echten Abrechnung aus meiner Sicht nichts zu tun. Und wenn die AfD aus ihrer Lage raus will, sie wirklich was verändern will, auf 40% kommen will, dann muss sie die Altparteien, da muss sie wirklich das offenlegen, was hier wirklich schiefläuft. Dass dieser scheinbare Dilettantismus, dass da Bösartigkeit dahinter steckt. Die AfD kann sagen, wir wissen nicht genau, was diese Leute wollen. Aber was sie tun, das ist bösartig. Und da ist eine Absicht dahinter. Da kann alles weiter hier den Nachweis führen. Sie stellt ja selbst fest, wir haben ein Wissensproblem, aber das Wissensproblem wird nicht angegangen. Das ist jetzt schon seit Jahren so, das kann natürlich kein Zufall sein. Und sie legt es ja eigentlich schon nahe, dass es kein Zufall ist. Aber das müsste sie dann noch viel deutlicher sagen und mit viel mehr Beispielen untermauern.
Ich bin nicht sicher, ob wir da tatsächlich ein Wissensproblem haben. Ich glaube, wenn es Klarheit über die Corona-Lage gibt, dann ist sie relativ deutlich, muss ich ehrlich sagen. Jetzt müssen Sie selber ein wenig schmunzeln. Wissen Sie, eigentlich wollte ich dieses Gespräch... Ich muss schmunzeln über die Diskussion, die wir führen. Eigentlich wollte ich dieses Gespräch anfangen mit, welche Schwerpunkte will die AfD-Fraktion eigentlich in dieser 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestags setzen. Mhm. Dann haben Sie meiner ersten doch noch etwas offenen Frage irgendwie gleich aufs Impfen rekurriert. Deswegen kommen wir da jetzt gar nicht mehr zu. Es sei denn, Sie können mir in 2, 3 Sätzen doch noch sagen, Mir wurde kommuniziert, wir wollten uns über den Kanzler Olaf Scholz unterhalten. Das ist ja ein völlig falsches Briefing gegeben. Das Briefing war völlig korrekt. Das Problem ist nur, als ich mit einer offenen Frage angefangen habe, sind Sie sofort aufs Impfen gegangen. Und dann muss sie natürlich darauf eingehen, wenn Sie mir antworten. Ja, und dann immer und immer weiter und immer die gleichen Fragen gestellt, obwohl ich schon längst geantwortet habe. Ja, aber weil es immer nicht überzeugend war, ganz einfach. Ja, und Ihre Fragen sind auch nicht überzeugend. Ja. Können wir jetzt... Da würde ich sagen, steht es 1:1 und ich stelle Ihnen noch eine abschließende Frage zum zukünftigen Bundeskanzler, wie Sie das einschätzen. Und alles Weitere stellt fest, dass der Moderator immer die gleichen Fragen gestellt hätte, obwohl sie sie längst beantwortet hätte. Sie macht hier den Zuschauer deutlich, dass der Moderator eine gezielte Themenlenkung betrieben hat, dass eine Absicht dahinter steht. Sie deutet es zumindest an. Sie könnte das noch viel umfassender machen. Und damit die Unredlichkeit dieses Journalisten oder besser gesagt Moderators und überhaupt der Öffentlich-Rechtlichen offenlegen. Indem sie die ganzen Strategien, die diese Leute anwenden, permanent gegen sie, dass sie sie einfach offen benennt. Und dadurch die Unredlichkeit vollkommen offensichtlich wird für die Leute. An dieser Stelle kam das für den Moderator wahrscheinlich unerwartet. Plötzlich hat sie hier diese Themenlenkung betrieben. Und so eine Themenlenkung aus einem Statement des Moderators heraus, das hätte sie im ganzen Interview noch viel stärker machen können. Das können AfD-Vertreter immer viel stärker machen. Genauso wie sie es jetzt hier gemacht hat. Es geben sich immer Anhaltspunkte, an denen man mit den Öffentlich-Rechtlichen abrechnen kann. Diese müssen nur genutzt werden bei den seltenen Auftritten. Was kann man insgesamt zu dem Interview sagen? Aus meiner Sicht sind solche Interviews nicht ausreichend, um wirklich was zu verändern in Deutschland. Es ist zu passiv. Es wirkt auch so, dass Alice Weidel sich so ein bisschen arrangiert hat. Es ist ja auch so, man gewöhnt sich daran. Wenn man das täglich erlebt, man gewöhnt sich an die Ausgrenzung und man denkt sich irgendwann, das ist halt so. Das ist irgendwie so, naja, jetzt nehme ich es halt so an. Und mit dem Journalisten aus meiner Sicht, ja, sie hat sich so ganz gut mit ihm verstanden, aus meiner Sicht zu gut. Weil dieser Moderator, er ist kein Journalist, er betreibt aggressive Hetze. Allein schon mit dieser Feststellung wäre ja ganz überrascht gewesen, dass Weidel doch nicht gegen das Impfen allgemein ist, die AfD. Das sind fieseste Methoden. Und vor einigen Monaten hatte er ein Interview mit Baumann, das hatte ich hier auch analysiert. Da ist er ebenso schäbig vorgegangen. Das ist keine Lappalie, was er macht. Das kann man nicht so abtun, sondern es ist eine permanente Demütigung. Auch er demütigt hier Weidel und das darf sie sich nicht gefallen lassen. Wenn sie hier passiv ist, wertet sie sich selbst ab. Und das gilt für alle AfD-Vertreter. Und die Leidtragenden sind dann vor allem, ist nicht sie, sondern es sind wir, die Mitglieder, die sich engagieren. Die Gefahr scheint schon gegeben, dass die Bundestagsabgeordneten, die sind mit dem Status quo zufrieden. Sie haben ihr Mandat und dann reichen ihr die 10%. Was sie nicht sehen ist, dass die anderen die AfD immer zerstören wollen. Weil die AfD ihr eigenes Narrativ hat, sich nicht beugt dem Druck der Medien. Deswegen werden die Medien immer versuchen, die AfD zu zerstören. Und es wird nie aufhören. Und wenn die AfD passiv ist und sich arrangiert, dann ist für die Feinde der AfD nur das Signal, jetzt noch härter vorzugehen. Und sie werden jede kleine Schwäche ausnutzen, um die AfD zu vernichten oder irgendwelche Pläne schmieden. Die Zeit spielt gegen die AfD. Mit 10%, das ist zu wenig. Entweder die AfD wird mittelfristig deutlich dazugewinnen, auf über 20% kommen, oder sie wird wieder verschwinden. Da kann man ganz sicher sein. Es wird nicht dauerhaft so sein, dass die AfD bei 10% ist. Das wird nicht so weitergehen. Es kommt vielleicht ein Verbotsverfahren oder was weiß ich, was passiert. Es kommt auf die Bevölkerung drauf an. Wenn weiterhin die Mehrheit der Bevölkerung die AfD verächtlich sieht, dann wird das furchtbar enden. Und dann kann man eigentlich nur schauen, dass man verschwindet aus der AfD. Dann muss man wieder austreten, wenn der Status quo so bleibt. Weil dann ist jedes AfD-Mitglied in Gefahr. Ein Problem ist aus meiner Sicht, dass die AfD-Bundestagsabgeordneten, dass sie die Medienberichterstattung, dass sie das vielleicht nicht so richtig mitbekommen, weil sie so viel zu tun haben, sie haben ihre Familie, dann sind sie tagsüber im Bundestag. Ihr Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Und die Leute, die das verfolgen,
die sitzt nicht im Bundestag. Das ist aus meiner Sicht sehr gefährlich. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Diese Passivität, wie man sich damit so zufrieden geben kann, das kann ich mir nur so erklären, dass diese Leute die Gefahr nicht sehen. Was aus meiner Sicht noch hilfreich ist, wäre, wenn AfD-Vertreter möglichst auf wertende Adjektive verzichten. Also beispielsweise schlimm oder gut oder schlecht. Weil was heißt gut? Gut ist unkonkret. Gut und schlecht, alles kann gut oder schlecht sein. Das Glas ist halb voll, halb leer. Das ist unkonkret. Oder Corona ist schlimm. Oder Corona ist nicht schlimm. Was? Corona ist nicht schlimm? Natürlich im Vergleich zu Ebola ist Corona nicht schlimm. Aber die Medien können das immer instrumentalisieren und Suggestionen erzeugen, wenn man wertende Adjektive benutzt. Wenn jetzt die AfD sagt, Corona ist schlimm. Jawohl, ja, wir sagen auch, Corona ist schlimm. Dann sagen die Medien, ja klar, seht her, selbst die AfD sagt, Corona ist schlimm. Dann ist der Lockdown, dann sind die ganzen Maßnahmen, dann ist alles gerechtfertigt, denn Corona ist ja schlimm. Und die Medien instrumentalisieren es immer genauso, wie sie es brauchen. Was kann man dagegen tun? Man benutzt Fakten. Man sagt, statt Corona ist so und so, die Sterblichkeit von Corona liegt bei 0,15%. Und damit betreibt man Aufklärung. Die Leute denken sich dann von selbst, das ist schlimm oder das ist nicht schlimm. Wenn man einfach die Fakten liefert, man sagt, die Situation ist so und so, und man bringt die Dinge ins Verhältnis. So bringt man Klarheit. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, ein bisschen anstrengender als wertende Adjektive, weil das einem auch in den Sinn kommt. Statt einen Fakt bringt man gleich die Wertung. Adjektive sind immer Wertungen. Und das sollten wir nicht machen, möglichst. Möglichst darauf verzichten, möglichst auf wertende Adjektive verzichten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ihr von dem Interview haltet, wie ihr allesweil hier seht, was ihr sonst so denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut. Manche wundern sich vielleicht, dass das Video hier so kritisch erscheint. Vor der Wahl waren es doch nur lauter Jubelvideos. Das ist natürlich so, dass auch vor der Wahl hätte ich auch gewisse Dinge mehr in den Mittelpunkt stellen können. Aber ich sehe es ja als meine Verantwortung an, dass die Stimmung gut ist, dass alle Leute gern Wahlkampf machen, dass wir ja jetzt alles dafür tun für den Erfolg der AfD. Und da wäre es falsch an der Zeit gewesen, jetzt alle Fehler groß in den Mittelpunkt zu stellen, weil es würde auch dem politischen Gegner helfen, zu einem gewissen Grad, kurz vor der Wahl. Aber jetzt ist keine Wahl. Jetzt müssen ehrliche Videos kommen, also wirklich auch kritische Videos, wo man nicht nur sagt, das ist gut, weil wenn man sagt, es ist alles gut, dann wird man nicht besser. Sondern die AfD muss besser werden. Natürlich, wie gesagt, gut ist auch wieder relativ. Aber jetzt alles schönreden, das bringt uns nicht weiter. Jetzt ist an der Zeit, die Dinge kritisch zu beleuchten. Jetzt ist an der Zeit, kritisch zu sein, sich selbst gegenüber, die Dinge besser zu machen. Weil nur das Allerbeste hilft uns jetzt weiter. Macht's gut.